Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's, Justin. Und heute, bevor das Video losgeht, wollte ich noch sagen, schaut dieses Video jetzt nicht an, schaut zuerst wichtige Informationen an. Das habe ich gestern gemacht, das Video, weil gestern in dem Video wichtige Informationen habe ich gesagt, wo wir da sind. Also Leute, falls ihr wichtige Informationen noch nicht gesehen habt, schaut es bitte jetzt, weil hier wird Spoiler kommen, Leute. Ganz viele Spoiler werden hier kommen. Also seht euch bitte zuerst wichtige Informationen an, das habe ich gestern gemacht. Aber falls ihr schon das letzte Video gesehen habt, dann geht's hiermit los. Ich warne euch nochmal, Spoiler, schaut erst das Video an und dann seht das Video an. Aber falls ihr es schon gesehen habt, let's go mit diesem Video. So Leute, heute kommt die Roam-Tour von Obernberg. Fahren wir Skurten, Obernberg. War vor 5 schon mal ins Wohnzimmer. Also Leute, das ist jetzt Obernberg und ja, gestern haben wir auch gesprochen, wo wir hier sind und das habe ich gesagt und ja. Und gestern habe ich auch gesagt, dass eine Roam-Tour kommt und die kommt heute, Leute. Ja, es ist ein bisschen früh, aber ich habe mich schon so auf die Roam-Tour gefreut, um endlich wieder mal ein Video zu machen. Und ja, Leute, dann. Hier steht unser super Christbaum, den wo meine Mama gesagt hat. Und ja, das ist der Christbaum schon geschmückt, 3 Meter hoch. Ja, das ist noch der Adventskalender, da steht auch noch einer, da ist eine Pflanze. Hier kommt man rein, das ist also der Eingangstür, wo man reinkommt. Das ist das Telefon. So, dann kommen wir hier zu der Garderobe. Sesam, öffne dich. Ja, das ist hier die Garderobe. Das ist Willis Katzenklo. Und ja, das ist Spazo-Raum. So Leute, da ist das Klo. Das ist das Badezimmer. Sehr schick. Und jetzt kommen wir zum Schlafzimmer. Bitte heran, Herr Markus. Das ist das wunderschöne Schlafzimmer, wo meine Mama immer frisch die Betten macht und mein Papa. So, und ja, da ist noch ein Schrank und da oben liegt sich Willi auch immer hin. Seht ihr das? Da liegt sich Willi auch immer hin. Und ja, das ist das Bett von Bogging. Leute, wer erinnert sich noch dran? Das ist das Bett von Bogging, wo Papa zerlegt hat. Das haben wir hier aufgestellt, weil in Kirchheim hat es nicht Platz gehabt. Und ja, so gut. Da ist noch ein Willi, sein Karton. Da ist ja Willi. So, dann haben wir hier den Vorraum. Hat schon gestoppt. Ja. Dann haben wir hier den Vorraum. Sexy. Und Willi. Ja, Willi. So, wir wieder zu. So Leute, dann. Was ist? Hat schon gestoppt. So Leute, dann kommen wir jetzt erstmal zu der Küche. Leute, die war schon drinnen, also die haben wir nicht eingebaut, weil die war schon drinnen. Ja, also finde ich eine sehr schöne Küche vom Lutz. Steht ja drauf und ja, alles sehr schön eingerichtet. Dann kommen wir hier zu unserem Tisch, Leute. Seht euch mal die Juwelen oder die Kristalle in den Sesseln an. Voll schön. Also hat meine Mama sehr gut auch ausgesucht. Wirklich sehr gut. Mir hat es auch gefallen. Hier ist mein Zockersessel. Hier ist mein Zockersessel, wo ich mich immer hinsitze. Und ja, gestern kamen ja 2 Zockervideos von meiner Playstation. Hier ist der Fernseher, die Lautbox, der DVD-Player. Und jetzt kommen wir, Leute, zu dem Schminktisch. Das hat meine Mama ausgesucht. Der ist voll cool. Also der hat mir auch gefallen. Da macht sie immer fertig für die Arbeit. So Leute, dann kommen wir hier zu der
mein Papa hat es schon ganz eilig. Ja, das ist die Couch. Kann man auch ausziehen hier. Aber das tue ich jetzt nicht. Das ist aus. So, ausgezogen. So Leute, dann kommen wir zum Laufband. Da gehe ich eigentlich nicht drauf, aber schön zum Anschauen. Ja Leute, Laufband 200, 300 was Euro gekostet. Sehr schön. Dann hier noch so ein Tisch mit meinem Adventskalender drauf. Dann hier auch noch was schön geschmückt, weihnachtlich und so. Und ja Leute, dann kommen wir zu meinem Kinderzimmer. Tada! Hier haben wir auch noch, Leute, das ist der Fernseher von Kirchham. Ihr fragt euch auch bestimmt, warum ist der jetzt hier? Weil er hat in Kirchham irgendwie nicht so Platz gehabt. Der ist einfach nicht gegangen. Aber hier geht er. Ja, das ist mein Bett. Das ist der Koffer. Und ja, hier sind noch ein paar Umzugssachen und so, aber hier der schöne warme Heizkörper. Ja, Leute, und dann haben wir noch was vergessen. Ah ja, genau, Leute, aber komm mal mit. Tut noch mal hier schön alles. Ja, so, dann kannst du mir kurz Handy geben, Papa, denn ich filme jetzt den Garten. Also, naja, natürlich, den Garten müssen wir natürlich auch noch machen. So, Leute, das ist hier der Garten. Das sind die Möbel von Senftenbach, also vom Haus. Die haben wir hier, ja, schön dekoriert. Da ist der Garten. Zwei Tische. Da ist Willis Kratzbaum. Sehr schön hier. Und ja... Und das ist Willis Hundehütte. Ihr fragt euch jetzt, warum eine Hundehütte? Ja, das ist, weil Willi im Winter da oft reingeht und ja, dass es einfach warm hat. Das ist noch der. Das ist der Zaun. Kacke. Hat es wohl umgeschmissen. Und ja, Leute, das ist Papas Auto hier, der Parkplatz. Ja, Leute, schöner Ort hier. Ganz, ganz schön mit Dachrinne. Und ja, Leute, wir haben keine Wohnung da, wo kein Garten ist, sondern wir haben eine Wohnung da, wo Garten ist. Und ja, gönnt euch nochmal die Aussicht. Ja, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir wieder in die gute Stube rein. Meine Hausschlappen stelle ich hier immer ab. Und ja, dann machen wir wieder zu. Und ja... Papa, halt nur mal kurz, ich möchte noch was sagen. Also mal kurz, ja. Christbaum, Willi schmeißt immer die Kugeln runter. So Leute, das war's mit der Roadtour. Wenn ihr mal einen Spaziergang wollt, einen Spaziergang durch Obernberg, das ist ja auch Österreich noch vor der Grenze. Und ja, wenn ihr da mal einen Spaziergang mit mein Papa und ich wollt, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch und ja, vielleicht kommt dann der Spaziergang. Auf jeden Fall machen wir einen Spaziergang. Wann, weiß ich noch nicht, auf jeden Fall machen wir einen. Und dann, Leute, würde ich sagen, haut rein, ciao, ciao. Und es kommen in nächster Zeit auch noch ein paar Zocker-Videos, weil ich habe mich jetzt bei PlayStation und YouTube verbunden, deswegen kann ich das jetzt machen. Und ja, Leute, in nächster Zeit werden ein paar Zocker-Videos kommen. Da freut ihr euch vielleicht auch schon drauf, auf jeden Fall ich schon. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace!